Osumina, hier ist wieder Nindofreak. In ein paar Tagen ist das so gespiele, wie ich es jetzt mache, vorbei. Dann kann ich nämlich am Fernseher spielen. Was das Ganze irgendwie echter macht. Und ich hätte... Ui, was ist das denn? Das sind Bob-Orms. Das ist aber toll. Und das Beste an der Sache ist... Das Ganze ist ein... Ich muss auf die Kamera warten und auch noch gleichzeitig dieses Ding sie hier steuern part. Yay, alles ist von mir abhängig. Wieso erinnert mich das nur so... Wieso erinnert mich das nur so an... dieses Minispiel aus Nintendo 64 Zeiten? Ich kann das nicht. Ich kann nicht gleichzeitig dieses Ding bewegen und auch noch mich. Ich bin da zu blöd zu. Ja. Ja, ich werde dieses Item nehmen. Aus dem einfachen Grunde, dass ich diese Dingsies manuell da anmachen kann. Ja, komm doch gleich am Anfang, du Vollidiot. Ding, 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 ding. Jetzt kommt da Reis aus. Reis. Raus, die Eisblume. So wird Reis draus. Ich bleibe einfach die ganze Zeit ganz weit weg. Alle weg. Alle weg. So viel Münzen. Also hier kann man sich echt gut Leben verdienen. Geh weg. Und ich bin wirklich zu blöd, um... Geh weg, geh weg, weg. Der explodiert vorher. Ja, toll. Oh ja, jetzt kommen. Ja, Checkpoint, gut. Ich war konzentriert, ich wollte sagen, jetzt kommt auch noch eine Fontäne von unten. Einfach feuern. Na, es geht weiter. Ja, logisch geht das Level weiter, aber mit diesem, ich muss mich gleichzeitig bewegen und Dings und Scheiß. Ui! Von allen Seiten. Da bin ich überfordert. Ah, Item mitnehmen, Item mitnehmen. Das ist nicht so schwer. Nur du kriegst das nicht wieder hin. Nur du. Fallen. Raben. Warum beunruhigt mich das jetzt? Weil die einen angreifen können. Tada. Was? Ich hab doch... gekockt. Geschossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will einfach nur hier weg. Das Ziel ist nicht mehr weit weg von mir. Ich kann nicht springen, Gegnern ausweichen. Oh Gott, jetzt kommen auch noch Fontänen. Willst du mich verarschen? Okay, das waren die letzten Raben, will ich doch hoffen. Ui, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Geh weg, geh weg. Oh, Gott sei Dank, Level geschafft. Wenn jetzt nicht noch ein Gegner kommt und ich abkacke. Toll. Nein, ich mache jetzt ein Ab draus. Aus Protest. Ah, Kacke. Wegen ein bisschen Pixeleido hätte ich es doch noch geschafft. Und natürlich bin ich wieder klein. 8000, das hätte abgeben müssen. Mann, ey. Wir kommen nun zu unserem vorletzten Level vorm Final Boss. Das vorletzte. Dieses Schiff und dann die Steine, die ihr im Hintergrund schon sehen könnt, sind dann die Insel oder der Abschnitt zum Final Boss. Willst du mich verarschen? Kommt jetzt Lava von unten. Oh ja, willst du mich verarschen? Oh ja, ja, ja. Willkommen, hier ist Nindofreak. Er verliert, er failt, er macht einfach Scheißdreck. Was gibt es da Besseres als mein Freund? Mein Freund, der Hubschrauberpilz. Der Propellerpilz. Der, ich muss in der Anleitung gucken, wie er heißt, Pilz. Ding, ding, ding. Das ist nicht... Nein!
Mann, ey. Was soll der Scheiß? Yay. Nicht failen. Tu alles, nur nicht failen. Ding, 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 ding. Mach sowas niemals blind. Du weißt nicht, wo du rauskommst. Aber naja. Was haben wir da oben? Ja, es ist nicht wirklich ein Problem. Münzen, ganz viele Münzen. Ich könnte mir die ohne Probleme holen, die Sternmünze, aber nö. Nö. Jetzt kommt der Checkpoint. Oder schon das Ziel. Der Checkpoint, natürlich. Und ich bin wieder unten, was mich beunruhigt. Yay. Oh Gott. Ah, ich kann mich trotzdem noch drehen. Ist gut zu wissen, dass ich das noch kann. Und natürlich muss ich jetzt da unten lang. Komm schon. Na komm schon. Auf geht's. Na komm schon. Komm schon. Das klingt bescheuert. Ich bin so schnell. Ich bin so gut. Ich bin Nindo-Freak. Mach dir Mut. Ja, prima. Jetzt kann ich mir ein Eis backen. Du schiebst mich nicht in die Lava, mein Freund. Aha, Lava. Ui, hätte ich jetzt nicht geschafft, ey. Ich bin so leise heute irgendwie. Ja, ich hätte es noch so geschafft, aber Sicherheit geht vor. Was wäre, wenn ich jetzt einfach im Hintergrund gelandet wäre? Also, nicht im Hintergrund, also... rechts, wo Mario gerade seine Choreografie macht. Das ist einfach 0 Punkte oder ich hätte einfach die Fahne berühren müssen. Yay, wir kommen zu unserem letzten großen Castle. Oder eigentlich ist es ja kein Castle, es ist ja momentan einfach nur ein Schiff. Das wir bestehen müssen.